Hallo Leute, willkommen bei diesem Testvideo. Heute teste ich original intelligente iPhone Schaumknete. Jo, das ist wohl sowas wie Wolkenschleim, wird halt anders genannt, Schaumknete oder auch iPhone. Gucken wir uns das doch einfach mal an. Ah, ich habe es im Nanunana bekommen und habe 1,95 dafür bezahlt. So, okay, hier gibt es noch eine extra Schicht. Das ist ja ganz gut. So, das ging nicht so einfach ab. Aber jetzt kann ich die rausholen, die Schaumknete. Es geht auch nicht so einfach raus. Aber mit Geduld und Spucke wird das schon funktionieren. Also natürlich ohne Spucke. Das ist nur so ein Spruch. Immerhin ist dieses Döschen randvoll gewesen. Das spricht für diese Schaumknete. Okay. Ja, und hier haben wir jetzt diesen Wolkenschleim, der hier Schaumknete genannt wird. Verhält sich im Prinzip eigentlich genauso wie Wolkenschleim. Macht coole Geräusche beim Kneten. Und fühlt sich auch gut an in der Hand. Man kann ihn so ein bisschen auseinanderziehen. Und ich nehme an, dass diese Schaumknete wie der Wolkenschleim auch eigentlich dafür gedacht ist, um zu modellieren und das dann fest werden zu lassen. Dieses Material wird normalerweise innerhalb von 2 Tagen fest. So wie halt eine andere Modelliermasse auch, mit der man was macht, was dann danach getrocknet und fest sein soll. Wenn man will, dass das so weich bleibt, dass man das wie so einen festen Slime benutzen kann, dann muss man das immer wieder in die Dose tun und die Dose auch richtig gut zumachen. Und das ist nicht der eigentliche Einsatzzweck, dass das weich bleibt, sondern es ist so gedacht, dass es fest wird nach 1 oder 2 Tagen. So, ich finde, das fühlt sich ganz gut an und es ist sehr vergleichbar mit anderem Wolkenschleim. Große Unterschiede kann ich da jetzt nicht feststellen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und viel Spaß beim Spielen! Kennst du schon meinen Gaming-Kanal? Dort spiele ich zahlreiche familienfreundliche Spiele, zum Beispiel Sims 4 mit der 100 Baby Challenge. Aber ich spiele auch viele andere Spiele. Hauptsache, sie machen Spaß. Es gibt täglich neue Videos, meistens Let's Play und manchmal Bauvideos, Reviews und Tutorials. Ich freue mich, wenn ihr mal auf meinem Gaming-Kanal vorbeischaut. Oben rechts verlinke ich euch meinen Gaming-Kanal. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.